Man kann ihn ja bewegen, aber irgendwie bei den Rohren. Bei den Rohren ist gut, aber vielleicht ist er da ja echt dran gekommen. Und hat sich eine Schüssel geholt. Ich lese es mal eben kurz ein weiteres Mal. Notizen. Ich habe sogar gedacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab eine Sekunde Hoffnung, dass ich herauskommen könnte. Ich von ihn von hier aus erreichen könnte. Als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre hat fallen lassen. Von hier aus kommt man an diese. Nein, kommt man nicht. Welche Rohre? Auf die Rohre fallen ließ. Man kommt nur an diese Rohre. Ich meine, ja, aber wie soll der Schlüssel auf die Rohre fallen? Merkwürdig. Ja, Leute, ich will jetzt auch nicht so dermaßen viel Zeit schinden mit sinnlosem Rumgerenne. Deswegen würde ich sagen, ich suche den Schlüssel hier einfach mal. So weit kann er jetzt ja nicht weg sein. Und dann mache ich später weiter. Ich gucke nochmal eben hier. Was ist hier eigentlich? Moment mal. Ach, die Zelle ist das. Was gibt's hier eigentlich? Nichts irgendwie. Irgendwie gibt's hier nichts. Ah. Ja gut, hier sind überall Rohre, aber ich meine, wenn er meint, dass er an die Rohre drankommen könnte. Oder hätte drankommen können. Hä? Moment mal. In diesem. Was? In dem Rohr ist ein Schlüssel, aber man kann ihn nicht erreichen? Willst du mich verarschen? Jetzt mal ohne Witz. Wie hätte der Gefängnis-Spasti da hinten an dieses verfickte Rohr rankommen sollen? Logik? Hallo? Da steckt die Stange da rein. Geht nicht. Hammer und Meißel. Geht. Nein, sie würde verderben. Was? Wer würde verderben? Wieso würde Hammer und Meißel verderben? Ach so, ich wollte gerade Laudanum reinschmeißen oder was? Ach, Moment mal, ich bin auch so dämlich. Wasser. Merci. Aber jetzt mal ernsthaft. Was für ein saudämlicher Tipp ist das denn, bitteschön? Natürlich kann er sehen, dass der Schlüssel da reingepackt wird. Aber wie soll dieser Spacko an den Schlüssel da hinten kommen? Na, wie dem auch sei. Gehen wir hier raus. Ach ja, ist haben wir noch abgeschlossen. Ups. Könnte das vielleicht die andere Seite von dem Gang sein, wo ich einst gewesen bin? Wo ich noch gedacht habe, oh, hier geht's ja gar nicht weiter. Ich glaube sogar, das ist dieser Raum. Was? Lauf? War da was?
Ich habe noch nicht mal gesehen, dass da etwas war. Okay, die Tür ist zu. Geht die Tür auf? Nein, sie geht nicht. Diesmal gehe ich rückwärts. Oder auch nicht. Ich würde echt mal interessieren, was mich da gerade umgebracht hat. Ah ja. Das ist der Knast. Also, ja natürlich. Ich war doch schon mal in den Gefängniszellen. Hallo? Oh, hier ist ein Stück Holz im Weg. Gut. Mach das Ding auf. Gib alles. So. Machen wir mal ein... okay, lassen wir es sein. Aber irgendwie war das eben doch schon... sehr merkwürdig. Woran bin ich gestorben? Habe ich einen Herzinfarkt gekriegt oder was? Und falls ja, warum zum... Nee, oder? Oh, okay, gut. Warum zum Arsch habe ich geblutet? Vielleicht wurde ich auch von... Okay, jetzt weiß ich zumindest, was mich getötet hat. Ja, Leute. Da würde ich gar nicht viel reden, sondern einfach... Lauf! Lauf! Laufen! Oh, da war, da war! Mach die Tür auf und weiter! Ah, was zum... Oh, hier lang! Oh, da war, da war, da war! Und... da war, da war! Ja! Oh nein! Kein Wasser! Oh, fucking! Warum muss ich ausgerechnet hier lang laufen? Weg hier! Ist das der richtige Weg? Es sieht nach der Tür aus! Kommt hinter mir her! Ja, wahrscheinlich kommt hinter mir her! Geh da durch! Als Hazel 15 wurde, hatte sie 3 Jahre länger gelebt, als Dr. Tate vorgesehen hatte. Ihre Eltern hatten vor Erschöpfung aufgegeben und sich entschlossen, für eine andauernde Behandlung im Hospiz Canterbury einzuliefern zu lassen. Aber sie war immer am Leben. Sie umarmte ihn und wünschte ihm ein großartiges Abenteuer in Algerien. Ja. Ach, die Tür ist das. Alles klar. Nein, ist sie gar nicht. Okay. Da unten ist was Unschönes drin, aber... Wo bin ich hier? Ich dachte eigentlich, das wäre der Brunnen, aus dem ich einst rausgekrochen kam. Kann ich irgendwie... Unser Eimer ist weg. Kann man das Blut reinigen? Das sollte... Nein. Es ist nicht sicher, was passieren wird hier, du. Okay. Was? Daniel, das ist nur Papier. Alexander wurde still. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte seinen auf der Kutsche sitzenden Freund nicht mehr wiedererkennen. Was? 18. August 1839.
Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me, and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt lies a small settlement where Zimmermann, a dairy farmer, lives with his wife and three children. He took the coach and went there. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmermann down without alerting the others. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Das Weinen hatte aufgehört, und er konnte ein Flüstern aus der Zelle hören. Sie führten etwas im Schilde, und er musste sie bestrafen. Oh. War das irgendwie ein Notizzettel, oder stand da nur so gesehen das drauf? Nein, das will ich gar nicht. Nein, hier, Notizen. Letzte Notiz des Gefangenen. Ja, das hatten wir schon. So. Okay. Jo. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir weiter. Oh. Der Schatten oder was? Nee, der Schatten kann anscheinend nicht durch Türen gehen. Gott sei es gedankt. Jetzt sind wir wieder da. Genau, hier sind wir runter. Kann man da rein theoretisch immer noch? Nein, kann man nicht. Agrippa? Ach toll, wie komme ich da denn jetzt drüber? Hopp! Aber das Zeug kann uns ja nicht töten, es kann uns nur... Noch duck dich doch. Wobei, man kann es anfassen? Also man kann nur daran Schaden nehmen, aber es kann einen anscheinend nicht töten. Aber allein das ist schon Grund genug, es nicht zu berühren. Öl? Ach, Dreck. Ich sehe hier nichts. Gar nichts. Was ist das? Wasser? Nee, es ist nur seine Fantasie wieder. Okay. Ach nee, ich muss da ja lang. Wichser! Hallo! Okay. Das war die verschlossene Tür hier, oder? Was ist das hier für ein Ding? Ein Schraubstock. Nee, das ist ein Mörser, ist das. Kann ich damit die Zwiebel hier klein mörsern oder die Giftdrüse? Ja, ich kann. Okay. Was? Der Saft sollte erst zur Drüse gedrückt werden, wenn ein passender Behälter. Okay. Was? Oh, macht's mir doch nicht so schwer, Leute. Was ist das denn hier für ein Ding? Kann man damit zufälligerweise Blut reinigen? Ich versuche mal mit Laster reinzukippen. Hier, so wird das bestimmt gereinigt. Das da oben drauf. Wir drehen den Hahn auf und... Die ganze Soße fliegt uns gleich um die Ohren. Ey, sag nicht, ich muss den Hahn auch wieder zudrehen. Aufgenommenes Tonikum ist noch nicht vollständig, auf was du nicht sagst. Nehmen wir erstmal eine Zunderbüchse mit.
zur Beruhigung. Oh, Zunderbüchse. Was haben wir denn noch? Der Knochen. Muss der hier reingeraspelt werden, oder? Ja, anscheinend schon. Okay, mach das Ding zu. Und. Mit dem Heizprozess sollte nicht fortgefahren werden, bis ein passender... Ja, ist ja gut. Ich hab's kapiert. Dieses Glas, das war schon für alles gut. Also, komm her. Ist der Knochen noch? Nein, ist er nicht. Okay, gut. Ob wir das Feuer wieder ausmachen sollten? Nö. Und jetzt packen wir das Glas darunter. Wieso nicht? Okay. Dann halt so. Und... Ah, gib Saures! Ja, wir haben Weyers Tonikum hergestellt. Irgendwie. Gibt's denn irgendwas? Öl oder so? Können wir eigentlich brennen? Nö, anscheinend nicht. Naja. Dann mal wieder zurück zu Agrippa. Ja. Naja. Den habt ihr zu oft gebracht. Der ist nicht mehr spektakulär. Dada, I thought I'd lost you. The castle crumbled and I could hear the chancel collapse. The laboratory might be accessible now. Oh, da ist ja ein... You did it. Thank goodness. Now, pay attention. First, feed me the tonic. And then use the saw to remove my head. Was? As the tonic begins to work, you'll be able to cut off my head without taking my life. Was? Then, take my head and bring it with you. As you enter the gate, Alexander is opening in the inner sanctum. What do you mean? Why wouldn't you enter the gate? You can't argue now. You need to act. Du hast ja aber echt sehr lang gehangen, oder? Ich meine, dein rechter Arm und dein linker Arm, die sind gefesselt. Wie zum Teufel hast du es geschafft, Crack zu rauchen, also... Ja, ja. So, Leute, wie es aussieht, sind wir dem Finale nahe. Ach, halt doch die Fresse. Mein Gott, wo muss ich noch hingehen, damit er mal die Klappe hält? Das soll heißen, dass ich für heute jetzt erstmal aufhöre und wir uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal beim großen Finale von Amnesia sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Adieu und ich bin weg.